Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Ani Röll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir, ich bin sowieso kämpfen, also komm her, haben wir ein paar Informationen bekommen, was wir als nächstes machen können, um ein bisschen weiterzukommen. Und ja, wir haben Grimoire gebeten, hier unser Buch zu übersetzen, die etwas über den Nominat hier ausgefunden, dass wir als Therions hier erledigen müssen, wahrscheinlich irgendwelchen Erdenpulsen, die irgendwo der Welt verteilt sind. Und ja, da ist jetzt nicht im Team, das ist ein Problem. Und ja, wir müssen uns jetzt auf diesen Erdenpulsen hier auch machen, aber ich will jetzt erstmal in diesem Part hier nicht viel machen storymäßig, sondern versuchen hier einige Dinge zu erledigen, einige von diesen Mini-Bossen. Meine Charaktere sind hier noch kurz vom Level ab, deswegen man das mal schnell machen. Und ja, das sieht gut aus. Ich glaube, der erste Boss, den wir noch besiegen können, ist hier dieses komisches Feenvieh hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, in den Nocksümpfen oder so heißt der Ort, ne? Da wäre es halt erst nicht, was wir erledigen können noch. Aber ich gehe mal irgendwo in der Stadt oder so nachgucken. Dann versuchen wir halt mal. Müssen wir jetzt langsam stark genug sein. Hoffentlich. Ja, sehr gut. Oh ja. Oh ja. Mal, war sie nicht kurz davor, irgendwie was zu lernen, aber ich habe da wieder umgerüstet. Nee. Irgendwo war da was. Ja. Na, umgerüstet war ich jetzt nicht. Ich muss auch direkt gegen Dingens hier. Wenn wir gegen Boss kämpfen, dann bekommen wir ja ganz viele von den Meisterdingern, glaube ich. Ich wollte jetzt nicht verschwenden, aber da wir jetzt sowieso ein paar Kämpfe machen, kann ich das schnell machen. Hui. Hui. Aber nebenbei hier so ein paar Titel und so Farben. Lingensturm, Pech, schwarze Weste. Okay. Das Problem ist jetzt eher. Bau Amphibol Westen. Kann ich nur eine kaufen? Geh weg. Mal, ob ich hier eine kaufen kann, noch schnell. Ich möchte keine Erfahrungspunkte hier aus dem Fenster werfen. Also weiß nicht, das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Gibt nichts Schlimmeres als Erfahrungspunkte einfach so aus dem Fenster zu werfen. Ja, gut. So, ich bin auch kurz davor, Dinge hier hoch zu leveln. Machen wir mal. Irgendwie werde ich da ein paar Punkte noch bekommen. In Level 6, hallo, komm. Mach mal den hier. Ha! Jetzt erhältst du hier einen Preis an. Das ist ja super. Bunte Weste. Kann ich, warte mal, konnte ich da jetzt neue Sachen kaufen? Ja. Was? Hey, bunte Weste. Jetzt habe ich gerade eine andere Weste geholt, ey. Auf den Arm, den Wasserschaden reduziert. Boah, das ist ganz schön wenig hier. Okay, gut. Leute, ihr Lieblingskunden. Oh. Sag mal. War auch schon kurz. Laden Level 12 gibt es mindestens. Ich nehme an, 20 ist das Maximum, ne? Wir werden ausprobieren. Wir gehen mal zu dahin. Wir gehen zu dahin. Wir müssen jetzt stark genug sein, um hier so Doppelkämpfe zu machen. Da kriegen wir hoffentlich ein paar mehr Erfahrungspunkte. Oder? Hi. Sag mir, was ist der erste, den ich noch besiegen kann? Das ist das Viech. Verdammt. 45 Beine, was für ein Sprung.
Und ich werde mal so in mehrere Gegner reinlaufen und die alle triggern, damit er deren Level ein bisschen höher, und hoffentlich können wir die dann ein bisschen erledigen, mehr Erfahrungspunkte bekommen und so. Oder Titelpunkte, was weiß ich, wie die Punkte heißen. So, komm. Seh mich an. Das hat's nicht gebracht, verdammt. Oh. Nein. Die Anfänger gegen Feuer, ja, ne. Au. Und jetzt haben wir uns alle kaputt, hoffentlich. Boah, ich hab fast alle getroffen. Kommst du in der? Ah. Der wird einfach ab, der Pisser. Vielleicht bei SA ja auch gewarnt für den Boss. Wir haben 208 Erfahrungspunkte bekommen. Habe ich jetzt einen Doppelkampf getriggert oder nicht? Nee. 37, ey. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier voll fertig gemacht, ne? Weil wir schon von den Viechern hier gerade 200 Erfahrungspunkte bekommen haben, ne? Macht doch gar keinen Sinn. Ich habe so viele Erfahrungspunkte bekommen. Ja, so, einfach ohne Gnade auf die draufhauen. Wow, ich habe einen Zauber erkannt, was machst du jetzt? Boah, ich wollte sie gerade jetzt zum... Oh nein, wie sich mir jetzt nicht ab. Wow, oh mein Gott. Da kostet auch noch mal extra an Dingen. Frage ist, zählt das als Dingens, als Verbrauch, also als einmal den Seelendings eingesetzt habe oder was? Wenn ja, dann kann ich das auch spähen. Perfekt. Ja, warum sind hier so viele Gegner? Ich meine, ja, die kann ich nicht treffen und so, aber trotzdem. Ja, auch mal eventuell machen, ne? Und ja, buff. Mehr, das ist geil. Alter, wo kommt ihr alle her? Buff. Habt ihr gesehen, wie ich unsichtbar war? Boah. Let's go. Buff. Stich. Alter, wo kommen die ganzen Viecher her? Da muss noch mal genug sein, ey. Wenn ich jetzt hier nicht extrem viel Erfahrungspunkte oder irgendwie sowas bekommen lässt. Alter, wo kommen die alle her? Da kann ich aktivieren. Oh, ich kann das hier aktivieren. Alter. Aus. Ja, da anfällig gegen den Dings, oder? Oh, Rutsch. Ja, schon wieder ein neuer aufgetaucht, Alter. Das ist mal langsam gut. Das muss doch mal hier enden, ja. Autsch. Ich habe nur so ein paar Ausweichschritte gemacht, aber es hat nichts gebracht. So, jetzt zeig mal bitte, jetzt. Aber der Kampf war schön und gut, aber jetzt ist auch mal langsam genug. Aua. Ich mir gleich noch Dinge zu holen. So, oh mein Gott. Er hat nur doppelte Erfahrungspunkte ungefähr gegeben. Zweierschlag, Rutschpartie. Was? Nehmen wir hier Zweierschlag. Mehr sehen wir. Inno führt dann eine mehrstufige Luftangriff aus. Okay. Weif dich, Alter. Jetzt sind alle Level 29. Das ist auch was. Speichern wir mal.
Ob ich die Kämpfe lieber mache, dann mache ich lieber irgendwie voll weniger Kämpfe. Voll so schwache Kämpfe, die irgendwie genauso viel Erfahrungspunkte geben. Also in der Zeit, in der ich den Kampf hier gemacht habe, hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, schon 2, 3 andere Kämpfe gemacht. Die hätten dann, weiß ich nicht, genauso viel Erfahrungspunkte gegeben. Kriegspike hatte ich das schon? Nee, ne? Doch. Es würden ja, es wird mir irgendwie so vorgelesen, so, oh, das ist ein Kriegspike, das ist gut für einen Krieg. So, das ist halt, wie ich das mich am Ende so mit einem Schlag kaputt gehauen hat. Ich möchte es nur anmerken. So, wir fragen immer noch. So, nehmen wir mal Velvet rein. So, ich Schwäche Feuer. Erde, okay. Unter Dreck. Noch Mann. Das ist auch irgendwie doof, ey. Ich will ihren Zauber absorbieren und direkt danach tun sie wieder. Oh, sehr gut. Direkt danach tun sie wieder ihre Zauber einsetzen. Das ist auch voll dämlich. So, wenn es jetzt, ich hoffe natürlich, jetzt endet jetzt nicht hier alles wegen einem Trank des Lebens, weil mir einer fehlt oder irgendwie sowas. Mehr Feuer beschissen. Das blöde Viech hat ja irgend so eine Instant-Kill-Fähigkeit. Muss ich aufpassen. Na wehe. Auch damit. Oh ja. So, I heard you light fire. So. Wo kommst du denn schon? Du bist aber gar nicht tot gewesen. Ja. Er hat so eine Klatschattacke, genau. So, dich durch 5 Weiten erledigen. Ich geh weg von mich. Wir geblieben. Löst wie ich, ey. Weiß nicht, ob ich das riskieren soll, Dings einzeln zu machen, aber Magilo, geh ein bisschen weiter weg, bitte. Werdet ihr schaffen noch? Wenn keiner fa. Okay, wieder doch mal. Alter, setz doch mal dein Dings jetzt ein. Boah. Ja, pff. Was war das denn? Ich habe die ganze Zeit angegriffen, wie ein Blöder, ne? Ja, nichts gemacht. Drück den Absender. Aber war noch nicht mal Schaden, ja, auch damit. So, das hier macht Schaden. Boah. Schokolade auf die Birne. Ja, ich glaube, das mag ich so steuern. Ich kann, was auch immer das ist, kontern. Alter, warum bist du so schnell? So, Vero setzt wieder so eine Instant-Kill-Attacke ein am Ende. Da finde ich nämlich nicht witzig, wenn die Gegner halt macht. Das ist irgendwie in letzter Zeit immer so. Ja, damit. Oder schon wieder einsetzen. Da ist der Angriff, ne? Ja, da schon wieder eine. Negativ Gate. Oh, doch, die kaputt. Hat irgendjemand? Nein, niemand hat hier Dinge. Warte, ich bin dagegen gewappnet, wenn du diesen Mega-Angriff wieder einsetzt. Warte, du bist gleich tot. Sehr gut. Nix da. Ich muss so langsam. Warte mal, jemand kaputt. Gott. So.
Ladenfigurine. Ventites Unterdrückers. Wer auf mittlere Schwierigkeit erhöht, zusätzlich der mit einer schwachen Kombo verursachten, ja. Verursachten Schaden. Geil. So, du kannst jetzt eine neue Puppe ausrüsten. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Ludo. Plus 50 KP wieder schon bei Sieg über Gegner. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wasserangriffskraft, das ist wichtig. Mein Gott, kriegt sie viel Angriffskraft dadurch. Okay, der Gegner war jetzt nicht so schwer. Ich hoffe, es geht jetzt auch so weiter. Wir gehen jetzt mal zu Renet. Und unsere Belohnung ab in Form von Geld. Gehen dann hoffentlich zum nächsten Gegner und haben den auch kaputt. Yay! Das. Hat 2800 Galt nur, ne? So, das nächste Viech wäre das hier. Wo ist das? Wagenwald. Wo ist das nochmal? Kann ich überhaupt noch hin? Da kann ich doch gar nicht mehr hin, ne? Warte mal, kann ich überhaupt zu irgendeinem von den Viechern neuen? Ich glaube nicht, ne? Weil irgendwie aus irgendeinem Grund ist hier nämlich alles abgeriegelt. Wagenwald war doch da, wo wir den Käfer gefunden haben, ne? Ja, ich kann aus irgendeinem Grund nicht mehr. Ja, super. Was zum Teufel? Ich kann ja nirgendwo mehr hin. Was soll das? Mal toll. Was ist denn das hier? Ich kann ja nirgendwo hin. Was soll das? Bornack, Hochebene. Wagenwald, ja, super. Weltkarte, na, Dreieck. Wagenwald, Bornack, boah. Okay, dann müssen wir hier weg. Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Von hier aus. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Wo müssen wir jetzt hin, um dahin zu kommen? Gott, gegen das Viech versuchen zu kämpfen, aber so, wir sind jetzt da. Was? Ach, da müssen wir von da aus. Okay. Isolt. Gut, dann wieder zum neuen Gebiet, nehme ich an. Ja, wir haben ein Ding hier, ein Viech erledigt. Das ist doch auch was, ne? Oh, wie kommen wir denn jetzt dahin? Boah, hier kann ich wieder nicht hoch. Leute. Ist das da richtig? Ich glaube nicht. Warte mal. Da. Oder? Nee, von da komme ich noch, oder? Ah, nee, wir waren ja zwei Abschnitte, ne? Quest, Mann, ich will heute vorankommen. Ich habe schon in der letzten Zeit hier irgendwie voll viele Cutscenes gehabt und so. Ich meine, ich bin weit gekommen, hat voll viele Level und so bekommen in letzter Zeit, aber trotzdem. Warte. Warte, wir kommen hinein, ne? Da am Steg oder was? Wie komme ich da hin? Ich glaube, kämpfemäßig wird da dort nicht mehr viel. Wir haben jetzt ja einen Kampf gemacht, aber wir haben vorhin ein paar Kämpfe. Meine ersten 15 Minuten haben wir nur Kämpfe gemacht, also beschwere ich mich hier eigentlich. Hi. テレサ様がこの島を離れるなんて本当に残念よね。
俺はちょっと安心してるところはあるけどな。俺はズボラだからさ。あれだけ規律に厳しいとな。暑い南の島でも氷の女は金々に冷えとったようじゃな。でもその分自分にも厳しかったし、何よりみんなに公平な方だったでしょ。正殿の件で揉めてた針屋村の人たちを説得した時も頭ごなしじゃなくて相手の話をちゃんと聞いてたし、テレサ様がいなかったら まだいろいろと揉め事が続いてたと思うわよ。そうなんだけどさ、あんなにしてまで聖殿を取り上げる必要はあったのかな。ああ、綺麗なお方だったな。ああ、後任の大魔師には悪いけど、俺は認めんぞ。ここは清涼の一等大魔師テレサ・リラリス様が守るしな。メイション・パーマーが取ってたのに。そう、 この熱帯地方をクールダウンしてくれるのは、氷雪の大魔師である、あの方だけだったのに。あの冷たい瞳で汚れたものを見るように貫かれた思い出は。マジ？デラサ。Sollst davon nicht angetan sein。どこの町にも同じようなのがいる。Und die Expedition ist so. Barbatos-Archipel, was? Ist er nicht der Typ, der immer geschrien hat, keine Items für immer? Also, so, jetzt muss ich aber leider an anderen Orten hier was hinschicken. Weil heute werde ich nicht mehr dazu kommen, die Expedition hier abzuschließen. Deswegen werde ich mir zu bekannten Dingen hier最近はアルファンスの木材の出荷が増えてるんだけど、実はサウスガンドの食材も人気なんだ。ペンギョンとか。ペンギョンは養殖も盛んだし有名だけど、ハレンジやバナナツ、フルーツもよく売れる。バナナス？ハレンジは甘酸っぱくてジューシーだから暑い日の疲労回復には最高。これは見たことある果物だったな。別名はキャンドルフルーツと言ったが、そうそう。 でね、バナナっつってのは生で食べると柔らかくて甘くてお腹も膨れる。でも乾燥すると今度はピーナッツみたいにカリカリになって保存食にもなるんだ。この後世でここは魚が取れるしフルーツも実る。他の土地と比べたら随分恵まれてるだろう。だから俺はせっせと他の町に食べ物を届けてるんだ。ここにも本物の船乗りがいたようだ。おじさん頑張ってね。 Er Typ bekommt von Eisen das Seemannstreue Siegel. Eisen approves. Ja, wo muss ich jetzt hin? Heiligtum Bad? Ah ne, das ist. Wie komme ich denn da hin? Was? Bin ich jetzt ganz so verwirrt? Warum bin ich jetzt hier am Strand? Also muss ich von hier aus sagen, boah, zurück bin ich da hingegangen, da habe ich die Dings noch gesehen. Aber wo muss ich denn jetzt hier hin? Da, boah. Das, hey, stimmt, die Tür habe ich sogar gesehen vorhin. Oh. Ist nicht witzig. Irgendwie schon. Lass mich ran, du bist die Tochter von dieser Priesterin. Oder auch nicht. パラミデス行くと話されているのを聞いてしまったのですが。通報？大魔師様がご一緒なのに？用があるなら大魔師様に言って。 清涼大魔師エレノア・ヒュームです。どんなご用でしょう。人探しをお願いしたいのです。ある親子が清涼の施設に行ったまま帰らないのです。二人とも行方不明に。母親は雨の地様の巫女マヒナさん。
娘はモアナちゃんという小さな女の子です。雨の地様の巫女ということは。はい。雨の地様の聖殿が接収されてから、マヒナさんは何度も聖領に抗議しました。でも、ある日帰ってこなくなって、そしてモアナちゃんまで消えてしまったんです。きっとマヒナさんを探しに行ったんだと思います。 その二人が聖領の施設にいると。いえ、でもあのマヒナさんがモアナちゃんを捨てるなんて考えられません。巫女の後継者として厳しく育てていましたが、本当にモアナちゃんを愛していたから。抗議のことはお許しください。どうか聖領のお力で二人を探していただきたいのです。 できる限り調べてみましょう。ありがとうございます。私も母と二人で育ったものですから、一言とは思えなくて。親子か。行きましょう、大魔師様。 Ja, okay, was haben wir denn hier? Wunderliche Felsformation. Manan, das kommt mir bekannt vor. Ist nicht eine Stadt in Tels Exilia irgendwie so oder so? Elenor, do you zumori nano? Oyako no ken wa watashi ga kojinteki ni sagashimasu. Sore wa ii. Dewa, nan no koto desu ka? Watashi ga seiryou no keikaku o tsubusou to shiteru no ni. なぜ積極的に古文書の解読を手伝うの？私が故意に誤った方向へ誘導し、罠にかけようとしていると。そうなの？そんな罠でどうにかできるほど愚かな相手とは思っていません。私はアルトリウス様がなされようとしていることを今この世界で起こっている真実を知りたいのです。悔しいけど、 私は真実を教えてもらえるほど信頼を得ていませんでした。だったら自分で見つけ出すしかない。自己分析はできてるのね。聖領が表の道なら、あなたたちは裏の道。表裏は違っても、たどり着く先は同じはずです。だから、私たちに嘘をつく必要はないって。はい。真実があんたの信じていることと違ったら、 どうするつもり？今はわかりません。はっきり言うのね。けど、もうしばらくは協力できそうね。ええ、今は。俺もお前に聞きたいんだが。クーマについてだ。お前、前に自分のことクーマだって言ってたよな。何か知ってるんじゃないのか？知らない。 アルトリウスがそう言ってただけだから。気になるないのか？あんたは気になるの？いや、全然。お前が気にしてないならそれでいい。妙なやつばかりね。シアリーズの私を選んだ理由は。Vollkommene Gegensätze. Okay, wir kämpfen wir das hier wohl nicht. エレノア様にきついです。正反対の二人がぶつかるのは仕方がないとしても、ベルベットの当たり方は過剰です。正反対かな。エレノア様が白百合なら、ベルベットは漆黒のバラ。エレノア様が空かける天魔なら、ベルベットは闇夜の狼。エレノア様がカルボナーラなら、ベルベットは浜のりイカスミひじきうどん。 わかりにくいけど、お前目別で刺すと。ふふ、分かってくれたですね。正反対な二人には共通点などないんです。そういう意味ではぶつかるのは仕方がないのかもしれないですね。でも二人とも髪は綺麗だよ。心優しき大魔師様とクールなゴーマですよ。エレノアだって美艶風には冷たいところはあるし、 ベルベットは僕を何度も助けてくれたよ。 エレノア様は
人々を救うために身を尽くし、ベルベットは敵討ちのために必死でくよ。二人とも誰かのために一生懸命ってことだよね。ほがらかに人と話をするエルドア様と無駄口は叩かないベルベットは同じでくか。僕と二人の時はベルベットもエレノアも自分のことを話してくれるよ。ああ言えばこういう子でふね、君は。でも僕は本当にあったことを話してるだけだし。っていうか、ビーン、僕全然エレノア様に相手にされていない気がしてきたでふ。エレノアが話してくれなくても大丈夫だよ。僕が相手になるから泣かないで、ビエンフ。余計に悲しいでふよ。ビエン、お主らも対外性反対じゃの。Okay. Bitte nur alte Gegner. Ich noch mal hallo. Rektopus, ja. Hi, gib mir das. Blitzschlag. Naja. Und zack. Mein und Zauber nachher füttert mich mit euren Zauber. Nichts, okay. Dann leckt mich doch. Ich nehme an, wir sind alles die gleichen Gegner. Und hier ein bisschen hochleveln, nehme ich an. Du bist ein neuer Gegner. Und die Schlange auch. Boah. Weil jetzt nicht beide von euch triggern, ja? Immer noch kein Golem oder so. Gegenteil ist es hier, ja. Die Schlange. Nee, warte mal, gegen euch habe ich auch schon. Nee, habe ich nicht. Doch, weiß nicht. Weiß ich nicht, ist auch egal, von mir. Au. Oh, ich habe nicht genug Dingens, Mann. Oh ja, was seid ihr anfällig? Die Schutz, ihr seid doch anfällig dagegen, Mann. Uff. Sagst du dazu? Ha, was sagst du dazu? Einfach nur R2 gedrückt. Oh geil. Geil, was war das denn? Und doch eine neue Mythikart bekommen. Ja, sah cool aus. Nochmal. Da gibt es mehrere Mythikart in dem Spiel, hoffentlich. Finde ich sehr gut. Ich hoffe natürlich auch, dass jeder Charakter mehrere Mystic Arts hat, mindestens zwei. Was? Wie ist das schon wieder? Velvet, wie ist das schon wieder passiert? Auf damit. Okay, wer wird es hier nicht bringen? Boah. Auswechseln. Habe ich gehört, dass Okoro dank mir. Aua, warum ist denn der Kampf hier immer so schwer? Hallo. Ja. Wie einfach so um wenn du. Alter, was ist das? Boah, jetzt kann ich schon wieder keine Dings einsetzen. Junge. Was ist das? Oh mein Gott. Wie weiß ich, wie alle auf einmal auf uns losgehen, ne? Also anstatt von einem angegriffen zu werden, ich glaube,
Also anstatt nur von einem oder so angegriffen werden, werde ich direkt von allen drei angegriffen. Boah, ich treffe den nicht. Mein Gott, was für ein Kampf. Da war genug für heute. So, im Grunde sind wir voll geil wieder. Und da würde ich sagen, ich bin die Partie. Ich werde ein bisschen hoch trainieren wahrscheinlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Wo ist der Speicherpunkt? Da. Buff, bis zur nächsten Folge.